Hallo, 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 euer Cyril ist wieder hier mit einem weiteren Mass Effect Teil. Wir waren das letzte Mal sehr erfolgreich, muss ich mal anmerken, und haben ein neues Crewmitglied, das sich hier bei uns einfach mal so eingenistet hat und uns die Haare vom Kopf frisst. Mrs. Liara Tassoni. Wenn ich jetzt hier irgendwann mal den Ausgang finde, würde ich auch. Ach, da drüben. Gehen wir auch mal runter zu den Mannschaften und machen mal eine kurze Visite, wie es da aussieht. Wir fahren nur nicht gleich runter, wir gucken erstmal hier beim Arzt rein und tun unsere Medigel aufstocken um genau 0, weil wir voll sind. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie Schauen tun? wir doch mal, was haben wir denn? Wir können über Kaitan Kalenko uns ausfragen. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Scheinbar ist Vor da dieser was. Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. L2 bedeutet im Übrigen, dass der Implantate hat von L2, also sprich alte Ich Implantate. muss jetzt gehen. Auf Und Wiedersehen, deswegen Commander. sind die noch nicht so ganz kompatibel. So, da ist Liara. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Ja, Tja, ich weiß nicht. Eigentlich nicht, aber naja. Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Aha. Ja, das ist ja der Job von der Ärztin, ne? Kann mich jeder hier Das nicht zu. medizinische Personal der Allianz wird auch in Alienbiologie ausgebildet, um auf alles vorbereitet zu sein. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Geth gerettet haben, Commander. Dann wird's aber auch Wenn Sie Zeit. nicht gekommen wären. Und dann? Eigentlich war es ja auch nur Teil meiner Mission, muss ich mal anmerken, ja? Ich musste Sie retten. Sie können mir dabei helfen, Saren aufzuhalten. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes Oh brachten. ja. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich Richtig. bin nicht wie Benezia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Und hier wird auch nicht rumgemessied, ja, in dem Raum. Der wird immer sauber gehalten. Na, gucken wir mal. Versprechen kann man leicht geben, aber nur schwer halten. Ich nehme Ihnen Ihren Argwohn nicht übel. Ich hoffe nur, dass Sie mir mit der Zeit vertrauen werden. Ja. Fangen wir doch mal. Erzählen Sie mir etwas über sich, Liara. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Das klingt echt langweilig. Stimmt, das klingt nicht besonders interessant. Gelegentlich traf ich auf einheimische Lebensformen oder mal auf eine kleine Gruppe Söldner oder Plünderer. Für jemanden wie Sie klingt das wahrscheinlich nicht besonders aufregend. Die verlorenen Geheimnisse der Geschichte aufzuspüren, besitzt wohl einen besonderen Reiz für mich. Ich würde ein Jahrhundert meines Lebens dafür geben, einen Sender wie den, den Sie auf Eden Prime entdeckt haben, zu finden. Sie wurden tatsächlich von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Darum finde ich Sie auch so faszinierend, Commander. Aha. Tja, meine Hobbys sind Kabel zusammenstecken und mit dem Schweißgerät schweißen. Das klingt irgendwie, als würden Sie mich am liebsten in irgendeinem Labor sezieren. Was? Nein, ich wollte nicht andeuten. Ich wollte Sie nicht beleidigen, Shepard. Ich habe damit nur gemeint, dass Sie ein interessantes Testsubjekt für eine genauere Studie wären. Also doch. Nein, das ist ja noch schlimmer. Ich bin kein Artefakt, das Sie mit in Ihr Labor nehmen können, Doktor. Es tut mir leid, Commander. Tja. So habe ich das nicht gemeint. Es Aber ist doch nur, gesagt. ich bin sonst nur den Umgang mit Daten und Computern gewöhnt. Aha. Mit anderen Leuten komme ich nicht so gut klar. Ein Ich soziales habe mich Wrack, von meiner also. professionellen Neugier leiten lassen. Das ist es. Bitte vergeben Sie mir. Reden Ach. wir über etwas anderes. Genau, wir reden jetzt auf Ich muss Wiedersehen. jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Gab ihm hin 40 Erfahrungspunkte. So, dann gucken wir mal, was gibt's denn hier noch in dem Raum? Gar nichts. Okay, dann gehen wir wieder raus. Die bekommt nichts zu essen, ja? Und
Wir gehen mal weiter hier. Ah, Shepherds Fach. Was haben wir denn hier? 140 Gegenstände. Wir nehmen das mal alles mit. Genau, Leute. Hier ist Kaidan, uninteressant. Checken wir mal. Ach, da war nur eine Sackgasse. So, mach. Ja, komm, Kaidan, reden wir mit dir auch nochmal. Dann ist das hier alles korrekt. Und wie geht's? Brauchen Sie was, Commander? Ja, wie ist es eigentlich, hier immer am selben Platz rumzustehen? Was denken Sie über die letzte Mission? Das habe ich gar nicht ausgewählt. Dr. Zoni? Nein, deine Mutti. Sie macht den Anschein eines netten Mädchens. Sie ist nett anzusehen. Naja, wenn man auf Bücherwürmer steht. Aber, Lieutenant, denken Sie daran, dass ich Sie zuerst gesehen habe. Genau, dem Captain gebührt erstmal, ja? Nur ein paar Sekunden, Sir. Ja, ja. Mal ganz, ganz gut bleiben. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Motorei? Ist das eine offizielle Frage, Commander, oder ganz unter uns? Schießen Als hätte ich Zeit, eine Beschwerde über Sie zu schreiben. Wenn Sie was zu sagen haben, dann nur zu. Guter Konter. Um die Wahrheit zu sagen, hier stimmt irgendwie alles nicht. Dieser Saren sucht nach Aufzeichnungen über eine Art galaktischer Zerstörung. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Hä? Was meint er jetzt? Meint er mich oder wie? Wir haben unsere Befehle. Nörgeleien werden daran nichts ändern. Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Aha, aha. Der mag den Rat also auch nicht. Dann schätze ich, dass Sie keine Fragen stellen werden, wenn es mal hochhergehen wird. Keine. Ich stelle die Mission nicht in Frage. Ich bin nur besorgt. Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Commander. Mach ich auch nicht. Eigentlich wollte ich ja gar nicht mit dir reden. So. Ich will mal kurz stehen, denken nach, wo wir weiter hinlaufen, denn mit dem Fahrstuhl fahren wir jetzt runter in den Keller der Normandie. Ja, wie gut, dass das alles so schnell geht. Ich frage mich, was die eigentlich hier hochfahren. So. Ah, mein schönes Frachtdeck. Ach, da. Da, Allianz Ausrüstungsoffizier. Ich mag dich. Da ist mein schönes Autole. Na, Garrus, passt Commander, auch drauf. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht's gut. Ich muss gehen. Commander. Ich mag die Konversation nicht mit denen. Genau, mit dem Rex, die sind alle so langweilig. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Das ist korrekt. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Gut? Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Ach, schon vorher, oder wie? Und nicht auf. Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. Das ist meine Entscheidung, du dicker Kloß. Ich entscheide hier, was wichtig ist. Erzählen Sie mir, woher Sie Saren kennen. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Das ist ja unglaublich. Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen. Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar Extra-Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Aha, sehr interessant, Rex, ja? Wir arbeiten mit dem Feind zusammen, aha. Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Oh ja, und das war's, oder was? Und das war das einzige Mal, dass Sie ihn gesehen haben? Ja. Ich wusste nicht einmal, wer er war. Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht Ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Bis dann, Rex. Shepard. Interessant. Da haben wir sie, Liara Spind. Schauen wir mal rein.
So, Fräuleinche. Ne, warte mal. Fähigkeit? Hä? Egal, Squad. Wir haben wieder 2 Punkte mehr gekriegt. Sind irgendwann mal ein Ding aufgestiegen, ich habe keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, wir nehmen noch einmal den Techniker. Basispanzerung ist natürlich auch nicht schlecht. Da draußen stürmt es ohne Ende. Bis jetzt sterben wir eigentlich nicht mehr so oft, wenn wir uns anschauen. Deswegen können wir Elektronik eigentlich mal hinten dran lassen. Das reduziert die Nachladezeit. Da die Nachladezeit wird leider nicht reduziert. Dämpfung haben wir auch noch. Techniker vielleicht noch. Nachladezeit. Ja, für alle. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Dann nehmen wir das. Und das. So. Perfekt. Und genau. Dann rüsten wir einfach mal die Leute mit den guten Waffen aus. So, was haben wir denn hier? Oh, die trägt menschliche Rüstung. Das ist komisch. Die ist doch ein Asari. Ja, okay. Naja, ist nicht wirklich besser, ne? Nur ein bisschen besser. Gucken wir mal. Dann bekommst du die. Ja. Oh, das ist meine alte Rüstung. Naja, könnte ein bisschen, ne? Viel Platz im Schritt. So, was haben wir hier? Das ist doch eine Biotikerin, so wie ich das sehe. Deswegen wird die wahrscheinlich hinten stehen und bekommt dann einfach mal hier das Notfallinterface. Ne, den Schildgenerator. Schildbatterie? Ja. Perfekt. Was haben wir hier? Das ist gut ausgemischt. Nicht schlecht. Da ist gar nichts Neues. Die wird wahrscheinlich eine Pistole haben, schätze ich mal. Da geben wir mal die 132er, würde ich nehmen. Da kannst du dann hier so ein bisschen Spaß haben damit. Dann kriegst du hier auch noch einen Großkaliberlauf rein. Ja, was ist das denn jetzt? Habe ich dich ausgewählt oder was? Naja, dann, das ist hier, ja. Die Schrufen sind nicht schlecht. Ich glaube, die schießt nur mit der Pistole. Naja, das sehen wir dann. Dann haben wir noch Tali. Wer ist das? Ach, die. Haben wir da eine Rüstung für dich? Nee. Bleibst also immer in deinem schwarzen irgendwas. Ach, die brauche ich eh nicht. Wieso habe ich da mal Fähigkeiten, Dinger? Rex. Ich habe ich eh immer dabei. Du kriegst jetzt mal eine Schrotflinte und dann kämpfst du nächste Runde mit der Schrotflinte. 140, 176, 200. Okay, du solltest echt mal die Schrotflinte hier nehmen. Und bekommst dann noch was Cooles. Nämlich die zur Absorption, damit die Schrotflinte nicht so überlastet. Und als Ding bekommst du. Ja, Schildumgehung, Schaden, Hammer, Waffenwirkung. So. Da bin ich ja mal gespannt, ob das dir was bringt. Bioverstärker. Ja, ist okay. Ist sogar. Ein schlechter Plus. Lustig. Wow, das hat sich ja riesen verbessert. Hier zwischen Unity 2 und Unity 3 haben wir 1 Punkt mehr. Wow. Das lohnt sich immer. Garrus, Leckmisch, Kaidan, Ashley. Da können wir auch nochmal gucken bei der. Oh, die hat ja die gleiche Richtung auch. Da gibt's gar keinen Unterschied zwischen der und der. Mittelschwer. Meine Güte, ey. Dann darfst du mal die anziehen. Wir gucken mal. Uah. Die sehen auch nur gleich aus. Naja, mir egal. Komm. Kriegst du mal eine Härtung in deine Rüstung und dann kriegst du. Was ist das hier? Hat man nicht noch mehr? Wir hatten doch noch irgendwas ziemlich Hohes. Ach, naja, dann das. Ja, darfst du mitnehmen. Kampfsensor 1. Da können wir dich aber upgraden mit dem Kampfsensor 2. Und dann kriegst du hier noch gegen organische Ziele mal was reingehämmert.
So. Dann haben wir das. Dann der Kai da. Dann gucken wir auch nochmal nach der Rüstung wenigstens. Der darf wahrscheinlich eh nur leicht. Okay. So ist. Nicht viel. Gucken wir mal, dass der wenigstens noch irgendwas. Ja, ja. Das. Nee. Ja. Okay. Dann haben wir das so ungefähr. Und machen uns jetzt nach oben. Obwohl, wir gehen da nochmal hin und gucken mal, was es da so gibt. Oh, Techniker Adams, was gibt's? Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Ach, aber nicht. Nach einem Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hatte ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Das war nicht meine Entscheidung. Botschafter Udina wies mich an, sie mitzunehmen. Normalerweise halte ich nicht viel von Politikern, aber in diesem Fall hat er uns einen echten Gefallen getan. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Ja, nee. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Oh. Da gab es Erfahrungspunkte und da haben wir Tali. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Ja, spionieren Sie eigentlich hier rum oder was soll das? Mir gefällt es nicht, wenn irgendwelche Aliens die Bauweise eines Allianzschiffes studieren. Wir sind auf der gleichen Seite. Meine Leute haben mehr Gründe als alle anderen, die geht zu hassen. Schon vergessen? Nee, hab ich nicht. Sie müssen verstehen, dass ich ein wenig aufgeregt bin. Ich hätte nie gedacht, einmal mit einem so fortschrittlichen Schiff wie der Normandy reisen zu dürfen. Aha, und warum? Ich habe sie nicht an Bord genommen, um mein Schiff zu bewundern. Ich weiß schon, warum ich hier bin. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, Saren aufzuhalten und seine Geth-Streitmächte hinter den Nebel zurückzutreiben. Sehr gut, das wollte ich hören. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. So, dann haben wir das auch erledigt und haben mal kurz umgelabert. Nicht, dass die alle denken, ich ignoriere die und wir meutern das Schiff und schmeißen Shepard von Bord, weil ich bin hier der Boss. Eigentlich hatte ich am Anfang so gedacht, ja, dass mein Shepard hier ziemlich hässlich ist, aber mittlerweile habe ich mich auch irgendwie an ihn gewöhnt. Und wenn er jetzt besser aussehen würde, dann wäre mir das schon gar nicht mehr so recht. Und ich merke gerade, wir laden und ja, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, weil wir wollten jetzt endlich mal wieder nach oben. Ach, jetzt habe ich was ganz anderes vergessen, aber das machen wir oben, das geht ja da auch. Nämlich ein paar Waffen und so, schnell in Universalgel umwandeln. Tür auf, ich bin's. So. Oh, da gibt's noch Erfahrungspunkte, die holen wir uns mal gerade. Ne, mit dir will ich nicht reden. Da. Oh nein! Verklickt. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Meine Entscheidung anzweifeln, Alter. Ich habe hier das Kommando, Presley. Es ist allein meine Entscheidung, Außerirdische an Bord zu nehmen. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Gute Arbeit. Weitermachen. Jawohl, Sir. Oh, wir haben 2 Abtrünnigkeitspunkte gekriegt und ich habe die Erfahrungspunkte vergessen. So, da sind sie. Nochmal 40. Und hoch. Und Ausrüstung. So, dann werden wir hier mal unten so die ganzen Einser in Universalgel. Wir könnten sie eigentlich verkaufen, ne? Dann hätten wir nämlich Geld. Weil wir haben schon 168 Universalgel. Dann verkaufen wir die einfach. Gucken dann mal, wo wir hin können. Los. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Dann übertragen wir mal. Ich nehme sie im Kommunikationsraum an. Okay. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen... Ich nehme sie im Kommunikationsraum. Mist, wir können nicht das Spiel überlisten und trotzdem einfach weiterfahren. Wahrscheinlich ist der Rat, der sich mal wieder beschweren will, wie scheiße doch wir sind. Commander Shepard. War ja klar. Wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein Ach können. Ja, auf einmal. Ja, komm mal hier, Hilfe, ne? Mhm. Vorher schienen sie ja nicht unbedingt gewillt zu sein, mir zu helfen. Warum haben sie ihre Einstellung geändert? Der Rat hat sich ihrer Meinung angeschlossen, dass Saren gefährlich ist. Darum haben wir sie zum Spectre ernannt.
Wir haben nur gezögert, die gesamte Macht der Zitadellflotte gegen ihn einzusetzen. Der gesamte Rat hofft darauf, dass sie erfolgreich sein werden. Deswegen wollen wir Ihnen die neuesten Informationen mitteilen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Aha. Und weiter? Sehr lustig, dass Sie dort Infiltrationseinheiten haben. Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Zitadellsektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Ja. Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen. Es wäre Zeitverschwendung, Sie falsche Spuren durch die ganze Galaxie verfolgen zu lassen, Commander. Wir haben Sie kontaktiert, ja, weil wir glauben, dass diese Informationen wichtig sind. Was sind denn das für Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer Sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Ja, und was war das denn? Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen Sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmer. Ah, da wisst ihr doch jetzt, ey. Könnt ihr da nicht selber gucken? Das fehlende Infiltrationsteam ist nicht mein Problem. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Diese Einheit hat vielleicht ihr Leben riskiert, um diese Nachricht zu senden. Saren hat irgendwas auf Würmer vor. Und wenn sie nicht so menschlich verbohrt wären, würden sie es auch verstehen. Du kannst mich. Ich werde Saren finden. Aber auf meine Weise. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Ja, und sagt mal dem komischen Typ da, dass er mich mal, ne? So, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten jetzt endlich mal weiterfliegen. Dieser Rat, ey, oh. Ist doch nicht schön hier. So, dann schauen wir uns mal eine wunderbare Karte an. Wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit vertrödelt hier auf unserem schönen Schiff. Ist eigentlich ganz schön. Dingsbums haben wir ja gefunden. Was sagt denn so eine Feros. Ja, müssen wir da irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. Wir gehen doch nochmal raus und gucken uns mal unser Tagebuch an. Vielleicht hätten wir das vorher machen sollen. Tagebuch. Feros, damals ja. Die Geth haben Kolonie Feros angegriffen. Ihr Primärziel lautet in der Kolonie zu Soap herauszufinden, was Saren vor und warum er die Geth auf diesen Planeten geschickt hat. Dann wollen wir nach Feros Wettlauf gegen die Zeit die Röhre finden. Ja, 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 klar. Aha. Nein, wir gehen erst nach Feros. Huch, jetzt habe ich vergessen, wohin genau. Feros. Ja, ja, Feros. Feros, Feros, Feros. Ich würde gerne wissen. Feros. Sus Hope. Aha, okay. Feros. Und die Kolonie, da können wir ja bestimmt verkaufen. Und, wieder Platz schaffen in unserem Inventar. Gucken mal schnell. Wo sind wir denn hier? Hier. Und dann fliegen wir nach Feros. Was ich sag, meint da drüben. Da wollen wir hin. Auf geht's. Bart! Ich frag mich gerade so, welche... Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben ja ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Ja, das haben wir uns doch schon mal gehört. Irgendwie. Wieso rufen Sie immer mich, wenn es ein Problem gibt? Sie sind ein Spectre, Shepard. Und dies ist keine gewöhnliche Mission. Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Tja, VI halt, ne? Synthetische Intelligenz ist eine gefährliche Technologie, Admiral. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Genau. Unsere Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk.
Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen, aber wir haben auch keinen direkten Zugriff auf ihre Prozesse. Wir könnten sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Ey, hab ich gesagt, ich mach das? Nein, hab ich nicht. Ach. So, das, meine lieben Freunde, war übrigens eine... Das sieht ja cool aus hier, der Planet. Das war eine Nebenqueste, die wir wahrscheinlicherweise, wenn wir nicht per Zufall draufstoßen, nicht machen werden. Das ist einfach nur mit dem Auto rumfahren und dann aussteigen und in Räume reingehen und Knöpfe drücken. Das ist ziemlich langweilig. Und ja, bei meinem Glück werden wir dann noch 5-mal sterben und das Ganze zögert sich etwas hinaus. Ich hab's gesagt, wir werden hier dementsprechend einen bösen Charakter durchspielen. Ich sag's nochmal, wir werden nicht vielen Leuten helfen. Wir werden machen, dass wir hier unsere eigene Haut retten und der Rest ist uns ein bisschen egal. Ja, wir waren unser Leben lang Techniker, haben unser Studium mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen und wir haben uns das eigentlich gar nicht ausgesucht. Ja, ich meine, was wollen die von uns hier? Ja. Ich war da noch am Kabel verknoten und auf einmal bin ich hier auf dem Schiff. Also, ja, da muss man auch mal verstehen, dass ich da nicht so Bock hab. So, nachdem wir genug jetzt Gründe erläutert haben, verlassen wir das Schiff. Wir könnten noch mal kurz mit Jonka labern, der da vorne ganz einsam sitzt. Ich hätte gerne Gold. Für meinen Orden, meine ich. Ich dachte, Sie würden mich vielleicht dafür vorschlagen, wo ich doch Ihren Arm aus dem Feuer gezogen habe. Meinen Arm aus einem brennenden Lavameer zu retten, ist Ihr Job, Joker. Dafür, dass Soldaten ihren Job erledigen, bekommen Sie keine Orden. So sieht's nämlich aus. Hab's kapiert. Ein einfaches Dankeschön und ein Stück Kuchen wären auch akzeptabel. Aber nicht mit Kokosnuss. Das Zeug kann ich nicht ausstehen. Also, worüber wollten Sie sprechen, Commander? Das war schon witzig, deswegen gehen wir jetzt einfach und schlagen dir nicht in den Kopf. So, nach draußen schauen, gab 40 Erfahrungspunkte. Wundervoll. Und wir verlassen die Normandie durch die Luftschleuse. Wir gucken mal. Oh, aha, aha. Eine Biotikerin. Sehr gut. Das nehmen wir gleich mal mit. Tech. Und Rex. Sollen wir jetzt mal Ashley mitnehmen? Ich mag ja Rex eigentlich. Der hat ja schon cool. Der ist mir ja schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Wir können natürlich die beiden jetzt einfach mal mitnehmen und dann... Wobei wir dann... Garrus mag ich aber auch jetzt mittlerweile schon. Ach. Wir nehmen die beiden mal mit. Ja. Ich werde es bereuen, dass ich Garrus zu Hause gelassen habe. Er holt sich bestimmt die Augen Innendruck aus. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Oh, hätte ich gewusst. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Gerade der. Naja, mit der Rüstung hätte ich das gewusst, dann hätte ich sie doch zu Hause gelassen. Naja, schauen wir mal. Was ist hier? Da wartet schon jemand, das ist schon mal gut. Wir haben Ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Ja, immer. Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Ich hab keinen Bock, einheimische Häuptlinge zu treffen. Sie bereiten einen weiteren Angriff vor. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Achtung! Bats! Da ziehen wir weggefetzt. Und die macht schon super Kräfte. Ich fetze das Schild von dem da weg. Bats! Und wieder zurück, bitte. Geht ja wohl gar nicht. Boah, geil. Geil, die ist so gut. Was bin ich froh, dass wir die mitgenommen haben. Sieht zwar scheiße aus in der Rüstung, aber eben sind zwei Geth losgeflogen. Und das bedeutet... Das ist scheinbar in der Ecke versteckt. Diese Drecksau. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt habe ich uns geheilt. Das wollte ich gar nicht. So. Ich will eine Granate dahin werfen. Bats! Bam! Bam! Bam, 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 bam! Geh sterben, du! So.
dass wir uns ein bisschen gut geskillt haben. Das merken wir jetzt auch. So, das dürfte es jetzt gewesen sein. Oder auch nicht. Da ist nämlich schon wieder was blockiert. Ja, ich erinnere mich gerade. Ferros, der Ekelplanet mit dem Labyrinth. Oh oh. Was willst du? Hau bloß ab, ey. Ich mag gar keinen Bock auf dich. Da, guck da. Ich schieße dir gleich mal in den Fuß. Boah, und spar. Uiuiui, was ist das? Wer schießt denn damit? Da fällt mir was ein. Das Squad, wir sollten, ja, das sollen die mal aufrüsten lassen. Die hat sich schon upgraded, sehr gut. Was kann die denn so? Singularität, Warp, heben, werfen, perfekt. Kann überhaupt keine Schusswaffe benutzen. Alles klar. Schauen wir mal, mit was sie kämpft. Kämpft tatsächlich mit der Pistole, ich hab's gewusst. Und fast schon gedacht. Den haben wir erwischt. Wir sind relativ gut. Wir glänzen noch in grünem Bereich. Und unsere Schilde sind auch noch alle voll. Ja, wir sind ein gutes Einsatzkommando, würde ich mal sagen. Hier geht es auf jeden Fall mal nicht weiter. Dann laufen wir da lang. Mal gucken, wann wir diesen kommen. In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gates sind? Diese Gates sind verdammt gefährlich. Ach, ehrlich? Du bist ja schlau. Es tut gut, ein paar Soldaten zu sehen. Wir werden immer weiter dezimiert. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Geth töten. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Der ist tot. Warum lasst ihr den hier liegen? Das ist ja ekelhaft. Aha. Die Geth sammeln sich zu einem neuen Angriff. Ein Terminal. Dann gucken wir mal. Lass die kleinen Kolonisten da für uns alles Schönes haben. Flup, 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 flup. Frachtloks, aha. Okay. 40 Erfahrungspunkte, eine komische Nebenquest. Und wir schauen weiter. Nichts. Ganz ruhig, meine Liebe. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Aha. Es kommen immer mehr Geht. Es kommen immer mehr Geht. Tja, warum gehen die Geht denn nicht weg? So. Ja, ja, ja. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es sind Geht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Meine Güte. Hier geht's ja ab. Was zum... Ich finde die Biotikerin langsam echt gut. Ha! Oh! Sind ja noch welche. Uiuiui, da müssen wir aufpassen. Bam 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 bam. So. Verdammt. Da steckt irgendwas. Keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, hier sind noch mehr. Ja, es hört sich so an. Wo ist, da fehlt doch einer. Rex! Kommst du? Schön, dass du auch mitkämpfst. Und weil du so toll bist, Rex, dann darfst du gleich mal nach da oben. Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben. Da ist er. Mann,
Rex, geh doch mal einfach dahin. So, geht doch total easy kaputt. Haben wir jetzt hier alles geklärt, oder wie sieht es aus? Sind immer noch welche. Oder ich würde sagen, wir statten uns erstmal aus mit Squad und schauen mal. Okay, ihr habt alles verteilt. Ich könnte jetzt hier hochgehen. Oh, wir können auch Hecken noch eins hochmachen. Hm. Spectre-Training ist natürlich nicht schlecht. Wir können auch Technik wieder eins hochmachen, damit zumindest das dann mal voll ist. Stufe 21 sind wir jetzt mittlerweile. Und wir gucken mal, wo es hier lang geht. Rex kann dahin. Ah, da oben geht es ganz schön ab. Einer tot, einer ist noch da. Da oben, da. Uiuiuiui, was kommt da alles? Oh, 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 oh. Was ist das denn? Oh, meine Güte. Oh, Rex. Rex, machst du. Du brauchst unbedingt gar nichts, was du jetzt momentan einsetzen kannst. Ich helfe mal. Rex ist kaputt. Boah, dieser elende Schütze da. Ui, da war noch einer. Das nützt dir nichts, solange ich meinen Overkill habe. Oh Gott, ey, was kommt da alles? Okay, wir ziehen uns mal kurz zurück. Rex, du kannst ruhig zu uns kommen. Oder einfach aufstehen und sterben. Ist natürlich auch sehr gut. Okay, der hat ziemlich viel Schild. Jetzt hat er keins mehr. Und kaputt. So, da haben wir da noch einen. Den wir jetzt einfach mal mit einem Glückstreffer wegfetzen. Ich hoffe, der. So, machen wir noch dich dahin. So. Oh, was ist das? Ich dachte, wir können uns mal kurz überholen. Nein, irgendein komisches Geth-Schiff ist da weggeflogen. Jetzt können wir Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandie entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Geth-Basis. Die haben eine Basis? Ja, dann. Dann wollen wir mal zu unserem Faidan zurück. Wenn wir den Weg finden. Also wir sind, glaube ich, von hier gekommen und dann geht's da. Ihr rennt auch beide mit, das ist gut. So. Immer diese Untergrund-Guerilla-Kämpfe hier. Ich glaube, wir sind dann da lang gegangen und dann hier runter und da raus. Nee. Dann hier. Ich hoffe, wir haben uns schon nicht verirrt. Es sind mehr so viele Stunden. Oh Gott! Uah! Sie überrennen uns! Mann. Ja, sorry, aber jetzt halt noch ein bisschen, ne, doch mehr trainieren sollen. Wir sind doch gar nicht so viel hoch, Stockwerke runter, oder? Wo genau sind wir hier? Ich bin verwirrt. Das zu. Und das sind noch mehr Geth.
So sieht es aus. Ist auch kaputt. Achso, da war gar keiner. Komm. Komm schon. Komm. Oh, da hinten ist irgendwas zum Anklicken. Komm, Rex, mach ihn kaputt. Ja, Krogana. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Okay, Wasserventil, warum auch immer. Wir aktivieren nicht das aus, als wäre es das schon gewesen. Wir sollten uns weiter umsehen. Eigentlich wollte ich zurück zur Kolonie. Oh je. Dann der Büster, den wir gut angeschwächt haben. Flop, 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 was war das? Lass mich einen Schuss. Komm. Das muss weg. Ah, da ist doch noch einer. Ui, ein Scharfschütze, das gefällt mir gar nicht. Darf Lyra angreifen. Da ist noch ein Wasserventil. Komm, Rex, auf, vor mit dir. Ich geb dir Feuerschutz. Sehr gut. Das letzte Ventil hat offensichtlich das gesamte System aktiviert, Commander. Ja, und nun? Haben wir jetzt Wasser, oder wie? Oh, da steht ein Iron Nystedt. Verdammte Scheiße. Guten Tag. Sie sollten nicht dort runtergehen. Ich muss dort runter. Sie können mich nicht aufhalten. Ich könnte Sie aufhalten. Wie würde Ihnen das gefallen? Was geht mit dem ab? Oh Mann. Das war hart diesmal. Ja, okay. Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geth her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Für so etwas habe ich keine Zeit. Dann bleiben Sie nicht zu lange, sonst werden Sie mit der Zeit... Können wir den von seinem Leid erlösen? Nein, guck mal nochmal. Nicht tun, ich werde es nicht tun. Nicht tun! Okay. Ja, wir schauen nochmal ins Tagebuch. Oh. Nicht warum? Ach, das ist eine Lebensquest. Hier, Ferros Angriff. Wir müssen Faidan informieren. Tja. Ich würde ja gerne mal wissen. Geth-Transmitter? Aha. Oh, vielleicht hätten wir da mal hingesollt. Das sieht ja mal ganz interessant aus. Zumindest ist es ja auch irgendwie so ein wichtiger Ort. Und hier geht's auch nicht weiter? Nein. Da auch nicht? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Lasst mich durch, Leute. Da ist auch zu... Hier ist auch zu. Tja, dann müssen wir wohl doch da vorne rein. Oh, ich hasse das hier auf Ferros. So, was glaube ich nämlich um die nächste Ecke. Oh, wir sollten mal speichern, das ist eine gute Idee. Bevor wir nämlich um die Ecke laufen und direkt in irgendwelche Giftverwüster reinrennen. Ist ja hier alles möglich. So, nochmal gucken. Genau, hier geht's. Rein. Ja. Dann gucken wir da mal. Wieso fehlt die Hälfte meiner Leute? Rex? Es wäre schön, wenn man kommt. Rex! Komm! Wo hängt der denn? Ja, du darfst hier auch gern zur Seite laufen.
Komm, sitz. Danke. Mann. Müsste wenigstens so sein, dass man wenigstens irgendwie so 20 Meter entfernt ist oder so, dass die dann wenigstens automatisch mitkommen. Ui, da oben ist was. Ich sehe nichts. Ui, ja, scharf schießen. Oh Gott, das war knapp. Eine Angriffsdrohne auch noch. Die können wir doch bestimmt hacken. Denn an? Ich hab die doch gehackt, ey. Du regst mich auf. Ein Kroganer-Krieger, ich halt's nicht aus. Okay. Das bedeutet, Rex darf nach vorne gehen. Den Krogana. Ui, das sind ja zwei! Oh. Du kannst den zweiten in Stase versetzen, das wäre cool. Drei. Die haben alle viel zu viel Schild. Okay, Rex hat's erwischt, aber das sind drei Kroganer. Das ist echt übel. Und Rex darf sofort zu uns. Ja, ich liebe diese Auferstehung. Für was soll man die denn im Kampf einsetzen? Was machst du da? Komm mit. Noch ein Kroganer übrig. Kriegen wir schon hin. Okay. Uah, der Schrotfinde. Weg, 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 weg. Und jetzt haben wir. So, was machen wir? Ich mach sein Schild weg. Du. Und jetzt ist sein Schild weg. Du kannst trotzdem nichts. Und er schwebt in der Luft. Und das bedeutet, wir können ihn wieder fetzen. So. Steht jetzt mein Rex wieder auf oder ist da immer noch ein Gegner? La 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 la, ich mag nicht mehr. Steh auf, Rex, du machst mir Angst. Danke. Gut, das war ja Rex. Oh, die haben die gleichen Sachen an. Ist das dein Bruder? So, was gibt's hier denn? Ah, ein Upgrade. Oh, wir sind bald echt am komischen Ende. Da ist noch ein Technik-Kit, das können wir noch. Und dann hat sich das. Ein Transmitterturm. So. Was immer es war, ist es kaputt. Und wir gehen jetzt mal zurück. Wenn wir den Weg finden. Gerade. Oh, da geht's wohin. Eingeschützter Highway-Abschnitt. Ich glaube, wir müssen dann zu Soap. Ja, da müssen wir hin. Ah, da sind wir aber ganz schön. Da sind wir aber ganz schön. Auf Abwege gekommen. Das ist echt unangenehm. So, jetzt müssen wir da lang. Und da ist ein Gegner. Ui, Rex, du darfst mal deine Barriere einsetzen. Oh, nee, du nicht. Der darf. Du gehst einfach da rein. Oje, was kommt denn da? Da ist ein verwüster Frontkämpfer, den werden wir mal. Den Verwüster, können wir den hacken? Alter, ist Biotik gut.
Sobald ich das Schild weggemacht habe, wird gnadenlos gefetzt. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir scheinen auf jeden Fall richtig zu sein, denn solange die Gegnerhorden da immer wieder neu kommen, jetzt da lang. Funktioniert das auch? Mal gucken, ob da jetzt auch wieder welche sind. Ich hoffe nicht. Der Treppengang ist nämlich ziemlich scheiße zu verteidigen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier auch dann nochmal richtig sind. Auf dem gleichen Stockwerk. Sind wir nämlich tiefer gegangen, als wir hätten gehen sollen. Da ist auch nichts. Das kann ja nur hier oben dann sein. Sind wir denn da irgendwie falsch gelaufen? Der Weg führt auch nur hier lang. Ah, doch, gerade außen dann links. Und da ist der Typ. Fahrstuhl zum Protianischen Highway. Oh, ist außer Betrieb. Dann gehen wir hier lang. Da lang. Und jetzt wieder runter. Ich muss gucken, dass wir richtig sind, ja. Ach, dann sind wir hier runtergegangen. Beziehungsweise von... Naja, okay, das sieht natürlich logisch aus. Ja, genau. So. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Ich will nur wissen, warum Saren die Gate geschickt hat. Alles andere ist egal. Richtig. Wenn Sie die Gate jagen wollen, sind Sie hier genau richtig. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Sagen Sie mir, was die Gate hier wollen. Was sollen diese Angriffe? Wenn Sie Antworten brauchen, dann fragen Sie sie. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Schon wieder? Wie komme ich dahin? Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Gate im Wege. Mit jedem vernichteten Gate komme ich Saren näher. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Alles klar. Dann brechen wir auf. Viel Glück, Commander. Die Kolonie scheint wehrhafter als sie aus... Commander, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen G-Transmitter in den Tunnel zerstört. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Ja, so sieht's aus. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Maka Doyle kümmert sich um dieses Problem. Nee. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal gemacht. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Ferros im Allgemeinen sprechen. Vorhin, wo die Schalter da natürlich, Commander. Mann in den Tunneln, ja genau. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Im Ernst, ne? Hätte ich nicht gedacht. Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Elektroschocks oder so. Ich wünschte, das wäre so einfach. Ich bin Techniker, ich kann das. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Aha. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Vorbildlich Punkte gekriegt, nur weil wir den dummen Wasser-Dings, den Gas-Transmitter zerstört haben, das eben gesagt haben, okay, wir werden auf keinen Fall sagen, dass wir die Wasserleitung repariert haben. Aber es gibt auch Erfahrungspunkte. Das ist natürlich... Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Ja. Und Sie haben das Kommando auf diesem Transportschiff? Eigentlich nicht. Der Captain starb bei den Angriffen der Gate. Ich bin das letzte überlebende Crewmitglied. Weil man sich feige versteckt hat. Da hätten wir nicht mal hier sein sollen. Aber der salarianische Kaufmann hatte uns ein Vermögen versprochen. Wenn nur... Aber es hätte wohl schlimmer kommen können. Was ist das Problem mit dem Schiff? Ist es nicht mehr flugfähig? Zu viele Schäden. Ohne diese Gate-Angriffe könnte ich es vielleicht reparieren. Aber wenn die Gate nicht wären, würde ich wohl auch noch etwas hierbleiben. Auf Wiedersehen. Viel Glück da draußen. Da kann man doch was benutzen hier. Geh doch mal weg, Olle. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Ach so. Ah, das sieht doch aus wie ein Verkäufer. Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Sehr gut. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Natürlich.
Ich kann Ihnen sicher ein paar sehr interessante das sagt Sachen jeder. Zeigen. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Eine neue... Eine Pistole hätte ich gerne. Irgendwas Cooles. So. Wow, 187. Uiuiui. Die können wir sogar kaufen. Wie lustig, dass die eine verbreitet ist und die andere eingeschränkt, aber letztlich... Ja, dann kriegt der auch was. Ich glaube, ich kaufe mir die Pistole. Die macht dann noch mehr Schaden. Und ja. Wir verkaufen jetzt den Bioverstärker 1, chemisch 1, 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 1. Und machen wir mal bis 2 alles weg, also eingeschlossen. Tja, da habe ich ja die Kosten für die Pistole mal gleich wieder raus. Meine Güte. Ah ja, jetzt nähert sich dem Ende. So. Perfekt. Und jetzt haben wir auch wieder richtig viel Platz. Für diese Sachen. Ein Sturmgewehr. Rüstungsupgrade, Munitionsupgrade und Rüstungsupgrade und Brandmunition, Energiegewebe, Schredder. Alles Upgrades. Nehmen wir alles mit. So, dann wechseln wir auch mal die tolle Pistole. Tole auf die Stiletto 5. Ba-bang. Wash. Oh yeah. Mit dem schönen blauen Licht. Gucken wir mal, was wir hier für Waffen-Upgrades haben. Da haben wir noch das und das. Panzerbrecht. 3 ist drin. Kryo-Munition. 2% Schild und 22% Präzision. Aha. Organische Ziele. Schaden plus 25. Gegen synthetische Ziele. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Okay. Das ist soweit ganz gut. Die zielt auch mit der Pistole. 132. Das ist ganz okay. Was haben wir hier? Großkaliberlauf und Reißer. Das ist auch in Ordnung. Aber wir kämpfen ja gegen Gast. Du hast die Schrotflinte hier. Warum nicht? Egal. Und soweit passt es auch. So, speichern wir mal schnell. Yeah. Entschuldigung. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Matcha Doyle? Verstehe ich nicht. Ist das die komische Dose hier an der Unterlage? Ah, Tatsache. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geth loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmal. Wie ist denn hier das mit meinem Vorbild? Oh, schon 2! Oh, Level up. Ich muss aufhören, die nehmen. Siehst du, genau deswegen mache ich nämlich nicht die Nebenquests, weil das nämlich nur Scheiße bringt. So, ich hoffe, das bringt was, ey, Leute. Ich schmeichle schon 2, wieso das denn? Das ist ja ekelhaft. Bäh. Als Commander. Ja, ja. So, dann gehen wir mal zurück zu dem komischen Typ. War da gerade was? Ach so. Ich bin verwirrt, ich weiß nicht genau, wo wir so hin müssen, ne? Commander, was kann ich für Sie tun? Wir sprechen uns wieder, Glück, Commander. Moment. Ach,
Hat sich jetzt erledigt, oder wie, oder was? Wir müssen jetzt hier zum Fahrstuhl, war das doch, oder? Was ist die Normandie? Jo, schauen wir mal. Vielleicht ist ja jetzt hoffentlich der Fahrstuhl wieder aktiviert. Perfekt. Dann wollen wir mal. Keine Ahnung, wo wir jetzt eigentlich rauskommen, Richtung Exit Cheney. Dann müssten wir ja eigentlich theoretisch mit unserem Wagen hinfahren. Vorhin hat ja Liara Tersoni das ungefähr angemerkt. Vorsicht! Scouts! Ui. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Wow, ja. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Eine Geth-Angriffsdrohne, die wir jetzt endlich... Oh, das ist jetzt, war jetzt schon grün. Ja, wieso hacken wir da nicht? Ah, weil sie eh schon tot ist. Haha, da unser toller Marco. Hinein mit uns. Ach so. Ups. Yeah. Oh. Ja, das Schiff ist cool. Nein. Ich mag sowas. Oh ja, zwei. Mach doch gleich noch mehr. Ah, wir konnten doch da irgendwie mal zoomen. Genau, so sieht's gut aus. Bam. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Ich bin erstmal hier. So, Mitigil haben wir auch wieder eins zugekriegt. Perfekt. Mehr Kommunikation, Commander, aber der Sender lässt sich nicht lokalisieren. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Mit wem reden wir eigentlich? Huch. Ich frage mich, was wir da immer mittreffen. So. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Nein. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Und wir fallen und fallen und fallen. Eigentlich können wir uns Shogar doch einfach aufsammeln und wieder absetzen. Das war so ziemlich der peinlichste Tod meiner bisherigen Mass Effect-Karriere. Ich beglückwünsche mich selber damit. Und da ich nicht weiß, wo wir abgespeichert haben. Ich ahne fürchterliches. Haben wir schon meine verbesserte Pistole? Ja, ich habe auch schon ausgerüstet. Das heißt, wir müssen aber den ganzen Weg nochmal hinfaseln. Tja, Leute, ich würde sagen... Oh, Matcha Doyle habe ich noch nicht informiert. Das ist gut, da können wir uns wenigstens ein paar von den... von den guten Vorbildlichkeitspunkten stecken lassen. Ja, das war ultra peinlich. Und ich dachte, ich könnte noch zurückfahren in dem Moment. Naja. Reden noch mal kurz. Commander, was kann ich für Sie tun? Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr. Viel Glück, Commander. So, jetzt hat sich das ja wohl erledigt mit dem. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir rennen jetzt Richtung Fahrstuhl. Und fahren da nochmal runter schnell. Laden das nämlich, speichern dort. Nachdem wir jetzt nochmal diese komische Drohne da weggefetzt haben. Vorsicht! Ich jetzt aber auch schon mal gern hacken würde. Scouts, wir werden jeden Augenblick hier. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Ja, du wirst schon noch genug aufhalten. Ja. Genau, wir fahren jetzt dann gleich wieder los mit unserem Marco. Ich würde sagen, wir gehen das dann alles gemütlich im nächsten Part an, fahren ein bisschen vorsichtiger, wir müssen ja nicht so schnell durchrasen.
Wir speichern hier in der Garage schnell ab. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir im Moment. Auf bald, euer Syrael.